Alles ist erledigt. Freizeit. Das Handy steht auf lautlos. Keine Termine in absehbarer Zeit. Und der Game Pass hat gerade neue Spiele erhalten. Dann kann ja jetzt gediegen gezockt werden. Entspanntes Zocken beginnt bereits vor dem Bildschirm und ein richtig nice Setup hilft enorm, wenn ihr mit euren liebsten Games so richtig schön relaxen möchtet. In diesem Video zeigen wir euch, mit welchem Zubehör ihr euer Gaming-Setup in eine 100%ige Chillout-Zone verwandelt, sodass jede Zocker-Session künftig quasi zur Erholungskur wird. Selbst wenn es mal wieder hitzig wird. Möchtet ihr euer Gaming-Setup optimieren, beginnt ihr idealerweise im Zentrum des Geschehens. Daher ist ein guter Tisch unglaublich wichtig und bestimmt sogar bereits beim Aufbau eures Setups, wie groß euer Komfort sein wird. Entscheidet ihr euch, wie wir, für einen höhenverstellbaren Tisch, ist sogar der Anschluss eurer Geräte und das Verstecken von Kabeln deutlich entspannter. Denn anstatt auf den Boden zu kriechen, um an alles heranzukommen, könnt ihr den Tisch einfach nach oben fahren und bequem darunter hantieren. Und ja, Kabelmanagement sollte in jedem Fall nicht vernachlässigt werden. Denn selbst der schönste Tisch kann keine Entspannung liefern, wenn überall lose Kabel herausschauen und für ein unruhiges Gesamtbild sorgen. Natürlich ist nicht nur der Aufbau eures Setups deutlich leichter, wenn ihr einen höhenverstellbaren Tisch habt. Auch das Bestimmen der richtigen Sitzposition ist durch das stufenlose Justieren einer elektrischen Tischsteuerung mühelos. Und da ihr mehrere Tischhöhen einspeichern könnt, wechselt ihr mit Leichtigkeit zwischen verschiedenen Situationen. Hin und wieder ist Stehen mit Sicherheit keine schlechte Idee, wenn ihr dauerhaft für Entspannung beim Zocken sorgen möchtet. Denn einseitige Belastungen sorgen für unnötige Verspannungen. Und damit ihr nicht vergesst, hin und wieder im Stehen die Welt zu retten, verfügt der Stand XT Pro über einen Timer, der euch daran erinnert. Nur spielen müsst ihr noch selbst. Wenn ihr dann doch mal sitzt, solltet ihr natürlich auch hier darauf achten, dass ihr eurem Körper die bestmögliche Unterstützung zukommen lasst. Wie man sich bettelt, so spielt man. War das nicht so? Eine schlechte Haltung ist nicht nur mies für die Gesundheit, sondern hindert euch auch daran, so richtig schön im Spiel zu versinken. Denn mit eingeschlafenen Beinen ist die Immersion ehrlich gesagt nur halb so groß. Und von Entspannung kann keine Rede mehr sein. Wir haben uns für den Recaro Ray entschieden. Uns ist natürlich klar, dass wir euch in einem Video nur schwer rüberbringen können, wie gut sich das Sitzen darin anfühlt. Deswegen zeigen wir euch an dieser Stelle ein paar Szenen, die das Sitzerlebnis perfekt rüberbringen. Ja, ganz ohne Spaß. Auf diesem Stuhl merkt ihr fast gar nicht, dass ihr überhaupt sitzt. So gut sitzt ihr. Und dabei passen die Farben und dezenten Akzente perfekt in unser Setup und sorgen für ein stylisches, aber minimalistisches Bild. Die Sitzhöhe, Neigung und Rückenlehne lassen sich bequem einstellen und sorgen mit nur wenigen Handgriffen für ein vollständig relaxtes Sitzerlebnis. Eure Arme positioniert ihr ergonomisch und bequem mit den 4D-Multifunktions-Armlehnen, die sich in die wildesten Positionen bringen lassen. Also ganz egal was und wie ihr spielt, ihr findet sicher eine entspannte Haltung. Auch wenn es nicht immer entspannt aussehen mag. Eine der wichtigsten Schnittstellen zwischen euch und eurem Setup befindet sich direkt vor euch auf dem Tisch. Sowohl Maus als auch Tastatur bestimmen einen Großteil eurer Bewegungen und entscheiden so darüber, wie gut eure Aktionen für eure Gelenke, Muskulatur und Nerven sind. Gut, wir könnten jetzt natürlich All-In gehen und die super hochentwickelten, krass gesunden Ergonomiegeräte empfehlen, aber am Ende sind wir dann halt doch Gaming-Fans und lieben den RGB-Shit. Und gebürstete Metalloptik. Und so richtig schön klackernde Tasten. Ja, come on, das Auge spielt doch mit. Und wenn alles nice aussieht, dann entspannt es nun mal auch. Und die G915-Tastatur mit ihrem super flachen Design, dem kurzen, aber kraftvollen Anschlag und der dank Lightspeed non-existenten Latenz ist dann doch der perfekte Kompromiss zwischen Ergonomie und Gaming-Anspruch. Gleiches gilt für die Pro X Superlight-Maus. Ja, sie ist nicht hochkant oder besteht aus einem riesigen Trackball, but oh my, diese Maus ist so dermaßen leicht, dass ihr im Grunde gar nicht spürt, dass ihr eine Maus benutzt. Also entspannter lassen sich die Wins definitiv nicht klären. Für Spiele, bei denen ihr einen Controller bevorzugt, und wer wären wir euch hier zu judgen, ne? Haben wir natürlich den Xbox Elite Series 2 am Start. Na, ist doch sowas von klar, oder? Lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. 4 frei belegbare zusätzliche Buttons in Form schicker Paddles an der Rückseite. Herr Trigger Stops, die euch zwischen direktem Anschlag und feinem Handling wählen lassen. Austauschbare Sticks, mehrere Widerstandsstufen für die Sticks, die niceste Ladestation, speicherbare
Profile, die sich mit einem Knopfdruck wechseln lassen. Also wenn ihr einen Controller als ständigen Begleiter sucht, der all eure Wünsche erfüllt und jeden Quatsch mitmacht, dann ist es safe, der Elite Series 2. Der Controller nimmt euch so viele Sorgen, dass Entspannung beim Zocken schon mandatory wird. Ist so. Nicht nur die Augen spielen mit, auch die Ohren wollen was erleben und mit dem Xbox Wireless Headset gebt ihr ihnen, wonach sie verlangen. Gängige Surround-Formate, ein schlichtes und durch stylisches Design und die gleiche smoothe Konnektivität, die ihr auch mit dem Controller habt. Ja, genau, egal ob an eurer Xbox-Konsole oder eurem PC. Und ihr werdet uns sicher beipflichten, die drehbaren Bedienelemente an den Ohrmuscheln verdienen einen Nobelpreis in der Kategorie Quality of Life. Wenn ihr früher an euren Headsets immer wieder die falschen Buttons erwischt habt, euch aus Versehen gemutet oder random den Friseur eurer Mutter angerufen habt, war schnell mal Stress am Start. Das kann euch beim galanten Gleiten über das Xbox Wireless Headset nicht passieren. Wir sagen doch, alles super entspannt hier. Unter uns, wann habt ihr zuletzt geredet, während ihr gemutet wart? Und wie lange? Verratet uns doch mal in den Kommentaren. Wir lachen auch nicht. Ehrlich. Soll es kein Headset sein, dann gönnt euch doch etwas Extravaganz fürs Setup. Wie wäre es mit einer Harman Kardon Soundbar? Auch wenn das in erster Linie erstmal nicht entscheidend ist bei einem Audiogerät, aber seriously, die ist schon sauschick, oder? Der feine Stoff und das schlichte Design setzen definitiv einen richtig noblen Akzent in eurem Setup. Und was natürlich viel wichtiger ist, jo, die Soundbar ballert. Platziert ihr dieses Baby vor euch, befindet ihr euch schnell nicht mehr im Zuschauermodus, sondern fahrt gefühlt selbst mit 200 Sachen durch Mexiko. Das macht richtig Bock. Horizon Bus auf Anschlag und der Motor heult. Da fliegen die Sorgen so an euch vorbei und auch davon. Und wollt ihr mal komplett entspannen, parkt ihr im Dschungel und lauscht den Tieren. Hat schon was von Walgesängen zum Einschlafen. Kompakter und schlichter werdet ihr Surround Sound wohl kaum in eurem Setup integrieren können. Und wenn ihr gerade nicht spielt, lasst ihr den Soundtrack eures Lieblingsgames über die Box schallern. Und Filme und Serien klingen natürlich auch fantastisch. Zu guter Letzt setzen wir dem Gaming-Setup das Sahnehäubchen auf. Licht spielt für eure Stimmung eine riesige Rolle und sollte nicht unterschätzt werden. Über die Lichtfarbe und Intensität bestimmt ihr, wie relaxed ihr seid und auch, wie angestrengt und demnach müde eure Augen werden. Einen Guide zu den richtigen Einstellungen findet ihr hier auf unserem Kanal. Und wenn ihr gleich dabei seid, dann lasst doch auch noch ein Abo da. Das entspannt euch auch, versprochen. Licht wird am besten indirekt eingesetzt, sodass ihr nie straight in die Quelle schaut. Um das zu verhindern, passt ein Lightstrip natürlich bestens. Zusammen mit ein paar RGB-LED-Birnen habt ihr schnell und ohne großen Aufwand alle Bereiche eures Setups abgedeckt und die Lampen so gesetzt, dass sie euch nicht direkt anstrahlen und gleichzeitig für ausreichend Helligkeit sorgen, damit eure Augen am Monitor nicht so schnell ermüden. Diese Lösung hüllt euer gesamtes Setup in eine fein justierbare Lichtstimmung, in der ihr Bereiche hervorheben könnt und gleichzeitig immer dafür sorgt, dass eure Augen bestmöglich entspannen. Oder volle Möhre RGB. Das geht einfach immer. Ach. So, jetzt solltet ihr aber bestens ausgestattet sein, um euer Gaming-Setup zu eurer persönlichen Wohlfühl-Oase zu machen. Hat euch das Video gefallen? Dann zeigt es uns mit einem chilligen Like. Und erzählt uns gerne mal, welches Zubehör als nächstes auf eurem Wunschzettel steht und warum. Wir sind gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns online.